Und damit ein herzlich willkommen zurück zum nächsten Mal. Bist du? Okay. Hört. Mit ihm doch wieder. Moment. Hallo? Hey Vito, ich bin Eddie. Na Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Ja, okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Na toll. Na dann gehen wir wieder raus. Au, mein schöner Schlitten. Hui, das war knapp. Ja, dann muss die Grinde mal halt. Ja. Alter. Natürlich, verdammt, was soll raus? Das ist so ein Bimbo schon wieder. Hui. Natürlich Feuer am Leine. Hab doch Römer, Alter. Mein armes Auto, Alter. Das bezahlst du die Rechnung. Ja, steig nochmal aus, Alter. Hast der recht. Vor meiner Schnauze steigt das. Alle im Weg, Alter. Ich kotz. Ich frage mich nur eins, wie kann mich der Bulle noch sehen eigentlich? Erwischt. Oh, okay, war. Geht so, trifft. Ja, wenigstens. So. Ich kann mir sowieso keiner klauen. Ich stütze mir so immer wieder in meiner Garage. Einfach mal gemütlich hoch. So. Jetzt bin ich gespannt. Und ich mit dem Baseballschläger. Die haben sich vor Angst, dass sie die Hose geschissen. Jungs. Hey Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es dem Ihren voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Wir warten schon auf dich. Also wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs? Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clementi kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge. Ich hab einen Plan. Scheiße! Schon nimm sofort dieses Ding weg. Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um mit Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik, so viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an.
Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs, ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clementi was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel. Genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn es sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Junge, ich kann mal auch auf Gaspedal drücken. Und besser ist bestimmt jetzt er. Ich lasse nicht dürfen, ne? Hey, Joe, sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem wir nicht alles wissen. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre immer dabei. Schon sagt der billige Kick, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Ein billiger Tick, Alter. Sind die einfach der Grünschnabel wieder? Also bedient aber mitten an meinen Arsch. Das ist super. Jetzt kann was werden. Ich habe eine Tommy-Gun und eine Shotgun. Und viele kleine Mini-Pistolen. Ja, jetzt warte sie, bis sie rausgehen, ne? Zack. Mein Pferd. Ist nicht gerade geil, ist nicht irgendwer Pferd. Okay, ich fahre. Kann nicht billig der Kid fahren? Okay. Den hinten. Ja, natürlich kommt der gerade im Kopf aus, wenn du da rausfährst. Jetzt bitten zwar um Arsch. Ja, bleib stehen, hast du recht. Scheiß Taxi-Unternehmen. Die. Mit Opping und uns nicht, das ist super. Sagt schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da, hm? Und raus mit der Sprache. Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei. Du bist gerade bei Rot drüber. Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Kopf fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Wir freuen uns, dass wir einen Luft lang, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Ja, natürlich! Fahrt mir rein! Kein Sterbenswörtchen mehr! Großes Ehrenwort! Mit dem Fahrstil bringen Sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Ihr könnt sie ruhig erschießen, das würde mich nicht stören. Danke, Professor. Ich will deine Visage nicht. Ja, welche Nugenkohle! Nimm dir 50 Pennys, Alter, da! Steck dich im Puff irgendwo hin! Steck dir den ins Arschloch, ist mal okay. Ich kann auch hupen. Konnte nicht mehr bremsen, Entschuldigung. Ist gerade bei Rot drüber, ne? Wieder. Pass auf. Wenn das Ding losgeht, sind wir Konfetti. Hä? Ist so eine scheiß Blanke steht. Danke für den Lag-Spiel. Ich bin nur leicht angedotzt. Und bloß nur wegen dem scheiß Lag schon wieder. Ach du Scheiße. Ja komm, nein. Ich hab keinen Bock mehr. Komm weg da. Komm mit dir schockiert. Sagt der billige Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir.
Eigentlich sollte er uns fahren eigentlich. Oh, okay, ich fahre. Ich wäre rausgefahren. Ja, ich wäre rausgefahren, aber ja. Verpiss dich, du Fickgeburt, Alter. Fickfehler. Ich würde rausfahren, aber... Nein, ich will nicht den kleinen Schlappschwanz neben mir haben. Da wäre es wenigstens so gegangen. Bist du ja. Bist du farbenblind? Warum? Das kommt. Ich will auch rüber, Alter. Nicht nur du mit deiner Muschikarre da. Dort dann abfangen, aber wurscht. Wo, wenn du mich überhaupt einholst? Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Ja. Hallo. Was steht da? Achso. Na komm, komm uns her. Das wird was kosten, Sir. Na komm, mach hin. Ich hab einen Job zu erledigen. Ich will deine Chance sowieso nicht singen, also du Scheißkopf, also jetzt lass mich weiter. Ich muss einen Job erledigen. Das ist ein Hexer da neben mir. Da hockt mir direkt vor auf der Bank. Bestimmt wieder bei einer Antwort wieder. Puff, tot. Ich bleib da stehen. Bitte schön. Ich soll hier parken? Danke. Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und schick die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet. Das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hinten um durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Weil du auch ein Laufbursche bist. Wir sind Mafia-Typen dort, die was wirklich was machen dürfen. Scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sich doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße, schaut mir gut aus. Gibt's nicht noch einen anderen Weg dabei? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Ach schon, du Idiot. Mach mal Platz. Ja. Hast du den Laune? Hast du Tim Lau gesehen? Hast du ihn schon bing-bing-bing-gong? Wer bist denn du? Ui, so ein Bügel. Haben Sie sich verirrt?
Bist du denn auf die Backpfeife? Bing Bing Hong. Der Platz da. Soll ich mich schon umziehen? Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid. Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst du? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Mach die Tüte, ne? Ah, doch nicht. Okay. Peter, Moment. Hier, kennt ihr das Ding an? Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Jetzt sind die Maria? Na toll. Maria! Legen wir los. Schau dir jetzt das. Ach du Scheiße. Nun echt ein paar Teile. Hey, ihr zwei, hier rüber. Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemanden Hals. Das ist mir wurscht. Bin schon auf dem Weg. Muss jetzt auch noch den Knopf drücken. Du Vollhorst, sagt du. Ich hab Harry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Ein bisschen Verspätung. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Habt ihr auch gebracht, mach weg. Ihr findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch damit. Zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann kommt mit, ihr zwei. Bibihong. Einer der Jungs, die früher hier waren, er ist gestolpert und hingefallen. Der Arm ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wisch diese Sauerei auf. Und zwar flott. Wahrscheinlich so 5-6 Mal aufs Maul geflogen. Und immer auf dieselbe Stelle. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Wischen? Erstmal aufwischen? Ja. Hilf mir mal. Die Tür war die ganze Zeit offen, oder was? Los, ihr Lärmsäcke, beeilt euch! Bist du schließlich im Maul, ihr Bimbi-Hong? Bitteschön. Wir haben sauber gemacht. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Okay. Viel Spaß. Okay, und jetzt hast du. Ja, aber klappt nicht immer.
Wo sollen wir die erkennen? Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Peng. Ja, klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Telefon läutet. Das Ding nicht einfach hinstellen. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Was soll ich? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Kugel mit modifizierten Magazinen. Das Ding hier. 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Sieht interessant. Was jetzt? Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Das ist alles? Das spielt ihr was. Los jetzt! Zack, zack! Da sollst du was sehen. Von wo, Alter? Wie kann mich deiner sehen? Genau, Alter, das ist doch. Komm noch mehr rüber, hast du noch Bock oder was? Was hat die Tommy Gun? Ah, ich hab ja keine Tommy Gun. Ich will gerade zeigen, wer besser schießen kann. Jetzt. Das ist alles. Dann blüht ihr was. Wir sind die Latte. Typ hatte was Gutes dabei. Naja, bald nicht mehr. Ich hab eine Überraschung. Hast du das beim Militär gelernt? Bitteschön. Vorbei, Ende im Gelände. Da Bing Bing Hong, Alter, sag ich nur. Arschloch. Okay, ist eigentlich dasselbe, oder? Ja, wurscht. Wir sind beide bei den Schüssen, Scheiße. Was machen die da? Ah, das kommt in den Kopfschuss. Nice. Sonst ist keiner da. Was ist Munition? Für Tommy Gun. Beep. Ich kann auch mit Tommy Gun endlich essen. Wie denn was, oder? Warum holt ihr mich hoch? Ich will in der Etage noch nicht. Oh, Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Ich will nur das haben. Okay.
so zum Gaffen kommt. So. Lass mich doch weiter, Scheiß. Klebeband. Alle anderen hat's erwischt. Hat sie eigentlich nur krass die Hände? Okay, lauf mit dir. Dann die Arbeit. Ah, wurscht. Okay. Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Da ist sie hin. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Ein braver Fensterputzer. Perfekt. Dann mal schauen. Ich hab eine Kombi mit Tommy-Gun, kann nichts passieren. Die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde euch. Doch, doch nicht. Wow, 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 chill's doch mal. Ich bin mir ernst gewusst. Boah. Du links, ich rechts natürlich. Ah, ich links, du rechts. Badusch! Boah, ich hätte drauf gedrückt. Ja, schieb mich auch noch beiseite. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße, woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Bin
irgendwie das Gefühl. Ja, dass da einer steht. Nur danke für die Pumpgun, ne? Halt's Maul, ey, lieber, oder mit deiner Tommy-Gun. Noob sagt was? Au. Ich glaube, das ist schade, was mit dem Gaffen kommt. Pass auf, da oben. Nichts oben, da unten war auch einer, ne? Ich bin der Beste. Aber hier mit dir eigentlich jetzt erwischt er ihn nicht. Wichser. Gib mir Deckung. Na komm, wir holen mal das an. Ah, Lüderrad dann. Was? Hä? Okay, wurscht, das hab ich ja schon. Okay, arme Sau. Arme Sau. Sie ist beide. Das war's. Irrtum, ihr Wichser. Es sind zwei Erdnüsse. Ich muss auf jeden Fall klimmen. Hast du deine Knarre bereit? Was denn sonst? Ja, du hast eine schwarze Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Hast du Schiss, Arschloch? Das Schwein hat mich erwischt. Wir sind nur immer die schwarze Limousine abschießt. Ja, wir waren sogar dran. Wer ist hinüber? Davon überzeuge ich mich persönlich. Das ist für Macht. Zu mir. Irgendwie kann ich daraus verstehen. Es ist halt gut. Was von dir? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir die Nummer, ich ruf ihn an. Ist Joe. Alles erledigt. Alles abgegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Ja? Das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal. Joe, mich traust du nicht anzubrüllen. Sagte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Fahrten dein Geld ab. Ja. Dem ist das scheißegal. Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid. Mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Martin. Es tut mir so leid, mein Junge. Das ist nicht schön. Ja, was willst du tun? Ja, wenn er
wie ist es denn immer? Es tut jedem bestimmt dann leid. Na, reparieren. Tue ich auch reparieren. So. Ach komm, nichts ist gescheiter als im Fernsehen. Ah, nicht im Fernsehen. Im Radio. Ja, was soll man tun? Na, passt. Gerade abhauen, das ist immer gut. Für mich wollen wir wenigstens ein bisschen auf Gaspedal drücken. Das ist mir so ein jetzt dann noch fertig machen und dann den Part aufhören, jetzt dann hochlade und dann den nächsten Part wieder anfangen. Wow! Schaut euch doch vorher an, guckt, bis euer wird. Da vorne ist keiner, das ist immer super. Können wir durchrasen, wenigstens. Scheiße, da vorne sind wieder gekups. Ich kann nicht bremsen. Hui! Wisst ihr was? Schon wieder abgehängt. Wow! So wie den Auto kannst du jeden abhängen. Also der hat sich in die Patrouille gefahren. Bist du deppert? Schaut der Zug fort. Tada. Wo ins Bett liegen? Ich glaub schon. Mal schauen, was für ein Kapitel aus jetzt kommt. Ich glaube Kapitel 11. Nein, nicht? Okay. So, ja, das Telefon müssen wir uns im nächsten Paket. Wenn der Speichern aufhören würde, danke.